Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hybrid Theory von Linkin Park in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hybrid Theory von Linkin Park. Das Ganze am 9. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl Edition aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist die 20th Anniversary Edition, denn das Album Hybrid Theory ist ja schon etwas länger her, um genau zu sein, 20 Jahre, im Oktober 2000 erschienen und jetzt anlässlich des 20-jährigen Jubiläums gibt es diese nochmal neu aufgelegt und zwar eben in dieser 20th Anniversary Edition, also 20-jähriges Jubiläum Edition. Es ist vom Genre etwas schwierig. Ich habe jetzt Rock gesagt, die Band oder generell die Musik ist so, ja, in vielen Genres zu Hause, Crossover, teilweise Hip-Hop, Rock, Pop, was auch immer man möchte, aber ich denke, am ehesten lässt sich das noch als Rock kategorisieren. Wir haben hier eine Vinyl Edition, die etwas ganz Eigenes hat, und zwar haben wir hier tatsächlich Vinyls, die hier in einem Pappschuber kommen. Also das sehe ich, um ehrlich zu sein, auch zum ersten Mal. Bevor wir das Ganze öffnen, wir haben hier oben links noch einen Sticker. Den nehmen wir uns mal kurz hier vor. Und zwar lesen wir hier Linkin Park Hybrid Theory 20th Anniversary Edition. The groundbreaking Debütalbum. Vinyl Box Set includes Hybrid Theory and Reanimation 2 LP. Plus the new compilation B-Side Rarities. Jawohl, also das alles erwartet uns hier. Drei verschiedene Alben bzw. drei verschiedene Vinyls. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. Hier an der Seite lässt sich das gut öffnen. So. Und es ist, wie gesagt, so eine Box bzw. eine Vinyl Edition, sowohl als auch. So, der Sticker ist ab. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier das schwarze quadratische Cover in der Mitte, dann in Gold der Name der Band und der Name des Albums. Dann hier nochmal klein das ursprüngliche Albumcover von Hybrid Theory. Und ansonsten ist das Ganze hier auf den Seiten schwarz. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder HT20, also Hybrid Theory 20. Und hier links dann die Inhalte, die uns hier erwarten. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Die einzelnen Logos und hier dann noch Barcode. Okay, dann würde ich sagen, holen wir das mal hier raus. Lässt sich hier wunderbar rausziehen. Mehr ist hier auch nicht drin. Also von innen, wie wir sehen können, in schwarz. Und dann haben wir hier, wie gesagt, drei verschiedene Inhalte. Wir haben hier einmal die B-Side Rarities, also Tracks, die bis jetzt noch nicht so veröffentlicht wurden, beziehungsweise, ja, die sind zum ersten Mal jetzt auf Vinyl, auf jeden Fall. Dann haben wir Reanimation, also ein Remix-Album, das erste Remix-Album. Und natürlich das Album an sich, Hybrid Theory. Das ist das Debütalbum von Linkin Park. Wie gesagt, im Oktober 2000. Spannenderweise hieß auch die Band mal so. Also die haben ja diverse Bandnamen im Laufe ihrer Bandgeschichte durchlaufen. Aber ein Name, für den man sich dann damals entschieden hat, das war auch dieser hier. Also Hybrid Theory, auch damals ursprünglich Bandname. So, auf der Seite lesen wir auch wieder Warner, Linkin Park, Albumtitel und natürlich eine Nummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die einzelnen Bandmitglieder. Ja, die sind, glaube ich, den meisten hier bekannt, diese fünf Herrschaften. Der Frontmann, den wir hier sehen, der ist ja leider vor einigen Jahren ums Leben gekommen, beziehungsweise hat sich das Leben genommen. Rest in Peace. Dann haben wir hier links die Tracklist, A-Seite und B-Seite. 6 Tracks auf der A-Seite, 6 Tracks auf der B-Seite. Bedeutet, wir haben hier 12 Tracks gesamt. Dann hier auch noch so die Infos, wer hier beteiligt war, wer da mitgewirkt hat. Und hier ansonsten Artwork. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein.
Das Ganze ist zwar ein Gatefold, aber es ist tatsächlich nur eine Vinyl. Die zweite Seite ist nämlich hier einfach zugeklebt. So, hier haben wir nochmal die Credits genauer aufgeschlüsselt. Hier kann man nachlesen, wer hier mitgewirkt hat. Ansonsten gibt es hier eben Fotos und Artwork. Und dann hier in der Stecktasche das Album und hier auch noch einen Zettel. So, mehr ist hier nicht drin. Dann haben wir hier ein Sheet. Und zwar beinhaltet dieses einerseits wieder die Credits. Hier nochmal alles im Detail aufgelistet und natürlich auch Danksagungen etc. Und auf der Rückseite die Credits. Also hier hat man dann die einzelnen Tracks Wort für Wort erfasst. So sieht das aus. Gut. Die Vinyl an sich kommt dann in einer weißen Papierhülle und ist ganz klassisch in Schwarz gehalten. Auch im Zentrum hier in Schwarz und Weiß. Hier haben wir dann die ersten 6 Tracks. Hier lesen wir auch Side 1. Und auf der Rückseite dann die Side 2 mit ebenfalls 6 Tracks. Also wie gesagt, 12 Tracks hier auf dieser Vinyl. Dann haben wir darüber hinaus auch noch weitere Inhalte. Und zwar, wir machen mal kurz hier Platz, packen das hier weg. Das weitere Album, Reanimation, und zwar ist das das erste Remix-Album der Band gewesen, ist 2002 erschienen. Wir haben hier wie so einen Transformer, wie so einen großen Kampfroboter, Linkin Park, Reanimation. Und das ist jetzt hier auch wieder eine Vinyl, so sieht das aus. Und auf der Rückseite die Tracklist. Hier haben wir auch wieder ein Gatefold und dieses ist sogar auch mit 2 Vinyls bestückt. Also hier ist keine Seite zugeklebt. Wir haben hier Record 1 und Record 2. Diverse Tracks hier in Remix-Varianten. Und dann schauen wir mal rein. So sieht das von innen aus. Also auch hier das Artwork wieder so ähnlich gehalten wie bei Hybrid Theory. Also alles hier so in Wandoptik und wie so Graffitis und diverse Sachen, die hier an Wände gemalt wurden. Dann hier die Infos zu den einzelnen Tracks. All das hier aufgelistet. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Auch hier hat man wieder solche Sheets beigelegt. So, das war's. Mehr ist hier nicht drin, genau. Also, wir haben erstmal hier wieder dieses Sheet. Hier haben wir wieder die Credits und die einzelnen Danksagungen und Infos. Und auf der Rückseite, hier haben wir die Danksagungen. Also hier sind keine Lyrics mit dabei, sondern hier eben die Credits und auf der Rückseite die Danksagungen. So, Vinyl Nummer 1 kommt auch hier wieder in einer weißen Papierhülle. Vom Design her 1:1 wie auch schon das reguläre Album Hybrid Theory. Und zwar haben wir hier die Vinyl, die A-Seite und auf der Rückseite dann die B-Seite, beziehungsweise hier ist es nicht mit A und B, sondern mit 1 und 2 beschriftet worden. Packen wir wieder zurück in die Hülle. Und dann haben wir eben auch noch die zweite Vinyl hier. Das ist diese hier, natürlich auch wieder in weißer Papphülle, weißer Papierhülle. Und die Vinyl sieht dann auch wieder so aus, in Schwarz und Weiß. Auch hier sogar wieder mit dem Logo der 20th Anniversary Edition. Dass man die dann auch nicht mit den eigentlichen, also mit den anderen Reanimation Vinyls verwechseln kann. So. Dann packen wir auch die mal zur Seite. Und als letzten Inhalt dieser Vinylbox haben wir dann noch die B-Side Rarities. Also das sind so seltene Tracks, die haben wir dann hier zum ersten Mal auf Vinyl in dieser Box. Ich glaube, die gibt es auch hier wirklich exklusiv. So, auf der Seite lesen wir Linkin Park B-Side Rarities. Okay.
und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier wieder eine einfache Vinyl, hier ist auch diesmal kein Gatefold, sondern eine ganz einfache Hülle. 6 auf der ersten und 6 auf der zweiten, also insgesamt wieder 12 Tracks. Dann schauen wir mal rein. Und auch hier hat man wieder ein Infosheet beigelegt. So sieht das aus, die Tracklist und auf der Rückseite die Credits. Wunderbar. Und natürlich die Vinyl im selben Look, bedeutet weiße Papierhülle und die Vinyl dann wieder in schwarz. So, das ist Nummer 1 und das ist Seite Nummer 2. Ja, das war's soweit. Also wie gesagt, zwei Alben, beziehungsweise ein Album und ein Remix-Album. Und dann auch noch hier diese Rarities mit dabei. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition, in dieser Box befindet. Einmal die B-Side Rarities, die kommen hier auf einer regulären Vinyl mit insgesamt 12 Tracks. Dann haben wir zum zweiten das Remix-Album, das erste Remix-Album von Linkin Park, Reanimation. Hier haben wir eine Doppelvinyl mit Lyric Sheet und zum Abschluss natürlich das Album, um das es hier hauptsächlich geht, Hybrid Theory zum 20-jährigen Jubiläum, das Ganze hier neu aufgelegt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Hybrid Theory 20th Anniversary Edition von Linkin Park. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Linkin Park unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.